Wir beide, Diakon Holtkamp und Pfarrer Emmler, begrüßen euch. Heute, 2020, wir sind in der Reformationskirche in Essen-Rüttenscheid. Dieses Jahr, vieles ist anders. Wir jetzt fast ganzes Jahr leben mit der Corona-Pandemie. Darum können wir an Heiligabend nicht hier zusammen Gottesdienst mit vielen Menschen feiern. Wir jetzt den Gottesdienst mit einigen Familien filmen und ihr an den Bildschirmen könnt am Heiligabend oder in der Weihnachtszeit anschauen. Wir gemeinsam mit Susanne Klinger, Bettine Gerbers, Tomato Puffan, Christian und Tim Angelnester, Fiona Resnick und Tabitha Gerbers, diesen Gottesdienst für euch, die gehörlosen Familien und ihre Angehörigen gestalten. Uns wird in diesem Gottesdienst musikalisch Margret Krohn am Keyboard und ihr Mann Ingo an der E-Gitarre begleiten und für die hörenden Angehörigen zwei Lieder spielen und den Ein- und Ausgang. Herzlichen Dank dafür. Wir sehen, die Reformationskirche ist schön geschmückt. Rechts seht ihr einen leuchtenden Tannenbaum, links seht ihr die Krippe und den Adventskranz. Heute, am 24. Dezember, am Heiligen Abend, wir hoffen, in all der Unruhe und Belastung durch die Corona-Pandemie, dass ihr jetzt gemeinsam mit eurer Familie dieses Gottesdienstvideo schauen könnt und zur Ruhe kommt. Weihnachten, Heiligabend. Jesus Christus ist für uns geboren und bringt uns in die Dunkelheit und Belastung und Sorge um das Coronavirus Licht, Ruhe und Hoffnung. Wir feiern zum 11. Mal in Essen diesen Gottesdienst ökumenisch. Für Familien, gehörlose Eltern mit ihren Kindern und für die hörenden Eltern, den gehörlosen Kindern. Aber in diesem Jahr ist es anders. Wir können nicht zusammen feiern. In Gedanken sind wir gemeinsam, jeder in seiner Familie, aber zusammen über ein Video über YouTube. Jetzt feiern wir gemeinsam diesen Gottesdienst im Wissen, dass Gott bei uns ist. Und wir gebärden und sprechen gemeinsam im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von Gott. Er hat Himmel und Erde gemacht. Gott, du kennst uns. Wir Kinder und Erwachsene sind heute aufgeregt. Heiligen Abend ist ein besonderer Tag. Jesus ist im Stall von Bethlehem geboren. Du, Gott, hast uns Jesus geschenkt. Jesus bringt uns Menschen Licht. Die Dunkelheit in diesem Jahr durch das Coronavirus wird hell. Darum verschenken wir heute die Freude, das Licht von Weihnachten. Wir bekommen Geschenke. Wir schenken etwas unseren Eltern, Kindern und Ehepartnern, aber sind gesund. Wir wollen uns und unsere Familien, die Kinder, Großeltern und Freunde, alle Menschen schützen. Gott, bitte schenk heute uns dein Licht. Wir feiern heute gemeinsam und freuen uns. Wir wollen anderen Menschen eine Freude machen. Amen. Psalm 24. Die Erde und alles, was darin ist, der Erdkreis, sie gehört dem Herrn.
der, der über den Meeren das gegründet hat und über den Wassern. Wer darf auf den Berg des Herrn gehen? Wer darf dort stehen, an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug, wer nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen des Herrn empfangen und eingeladen, die Gerechtigkeit von Gott. Das ist das Geschlecht, das man fragt, das da sucht. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Wer ist der König der Ehre, der einzieht? Der ist stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Der König der Ehre, der einzieht, der Herr Zebaoth, der König der Ehre. Jetzt, wir wollen die vier Kerzen am Adventskranz anzünden. Wir haben vier Wochen voller Sorge und Fragen hinter uns. Wie wird diese Adventzeit? Wie wird Weihnachten? Dürfen wir uns treffen und sehen in den Familien? Die Zahl der Corona-Ansteckung steigt. Die Zahl der Infizierten und Toten ist nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt hoch. Darum soll es hier in der Kirche hell werden. Heller als unsere dunklen Gedanken und Sorgen. Gott wird Mensch. Mitten in der dunklen Nacht ist Jesus im Stall vor Bethlehem geboren. Wir sehen Fiona Resnick, das Gebärdenlied Stern über Bethlehem. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg, führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht, leuchte du uns voran, bis wir dort sind, Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehen, und lässt uns das Wunder hier sehen. Das da geschehen, was niemand gedacht, Stern über Bethlehem in dieser Nacht. Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel, denn dieser arme Stall birgt doch so viel. Du hast uns hergeführt, wir danken dir. Stern über Bethlehem, wir bleiben hier. Stern über Bethlehem, kehren wir zurück, steht doch dein heller Schein in unserem Blick. Und was uns froh gemacht, teilen wir aus. Stern über Bethlehem scheint auch zu Haus. Jetzt seht und hört ihr Margret Krohn mit dem Lied Stern über Bethlehem. Wer mag, kann zu Hause mitsingen.
Wir sehen die Weihnachtsgeschichte nach Lukas. Damals regierte der römische Kaiser im Land Israel. Der römische Kaiser Augustus befiehlt: Alle Menschen müssen sich eintragen lassen in eine Steuerliste. Das ist das erste Mal. Josef, ein Mann aus der Stadt Nazareth, geht zur Stadt Bethlehem. In Bethlehem ist der König David geboren. Josef gehört zur Familie des Königs David. Josef ist mit seiner Frau Maria verlobt. Sie ist schwanger. Beide gehen zusammen und suchen einen Raum in einem Haus, aber sie finden nichts. Sie müssen in einen Stall schlafen. Dort wird das Kind geboren, Jesus. Und Maria wickelt es in Windeln und legt Jesus in die Krippe auf Heu und Stroh. In der Nähe sind Hirten auf dem Feld. Sie passen auf die Schafe auf in der Nacht. Plötzlich wird der Himmel hell. Ein Engel kommt zu den Hirten. Die Hirten erschrecken. Der Engel sagt: Habt keine Angst. Heute ist Jesus, euer Erlöser, geboren. Er ist der König. Geht zurück in den Stall. Da liegt das Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe. Da kommen viele Engel. Die Engel loben Gott und singen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für alle Menschen. Die Engel kehren wieder zurück in den Himmel. Die Hirten sprechen miteinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was die Engel uns verkündet haben. Die Hirten laufen schnell zurück nach Bethlehem. Dort finden sie im Stall Maria und Josef und Jesus, das Kind, das in der Krippe liegt. Die Hirten sind froh. Sie gehen zurück zu ihren Schafen und erzählen allen Menschen von dieser besonderen Nacht. Kind, das in einer Krippe schaut. Wir sind wie ein Kind. Wir gehen auch zur Krippe und schauen hinein. Aber was wir dort sehen und was wir finden, was wir bringen zur Krippe,
dieses Jahr durch Coronavirus alles anders. Wir uns heute nicht sehen, sondern wir feiern online Gottesdienst. Aber ich mich frage, wie Weihnachten, wenn damals Coronavirus. Hier, wir sehen Bild, Heilige Familie mit Maske. Ich denke, es wäre schwer gewesen, vielleicht Kaiser Augustus nichts gesagt. Volk musste damals gezählt werden. Dann Maria und Josef sind nicht gegangen nach Bethlehem. Jesus zu Hause geboren, da hätte niemand etwas gemerkt. Oder wie Hirten und Könige hätten besuchen sollen die heilige Familie. Mit Abstand, mit Masken, vielleicht nicht möglich, weil nicht nur ein Haushalt. Danach, Hirten und Könige hätten andere Menschen nicht erzählen können von Jesus, weil sie sich nicht treffen hätten dürfen. Weihnachten wäre vielleicht ganz anders passiert, vielleicht so wie dieses Jahr. Aber in diesem Jahr, die ganze Welt ist verbunden. Alle Menschen auf der Welt wünschen sich das gleiche Geschenk. Kein Corona und wieder normal leben. Corona verbreitet auf ganzer Welt, ist auf Welt. Deshalb alle Menschen ein Ziel. Kämpfen gegen Virus. Deshalb wir Menschen uns nahe. Nicht körperlich, aber mit Seele und Wünschen. Wir sehen eine Krippe, kein Kind. Aber Gott wird Mensch. Er kommt. Mensch werden, Mensch sein in dieser Krippe. Menschsein, fertig oder nicht, nicht ganz, nicht genug. Vom Menschsein zum Menschwerden, zum Menschlichwerden, sich entwickeln, vom Baby hin zu dem Mensch, der die Sorgen und Nöte seiner Mitmenschen, der Umwelt und der ganzen Welt sieht. Menschsein heißt aber auch Selbstsein. Wissen, was mir gut tut. Wer sich selbst liebt, kann auch andere lieben. Mensch werden, jeden Tag neu wagen, jeden Tag mit Gott beginnen, wie Jesus das Kind in der Krippe. Wir werden mit Jesus Mensch in der Krippe. Der Mundschutz verdeckt den Mund und die Nase. Der Mundschutz bedeckt nicht unser Herz, nicht die Augen. Der Mundschutz darf für Nächstenliebe keine Ausrede sein. Unsere Augen sehen den anderen Menschen. Wir können trotz Mundschutz Wege gehen, die auch Jesus gegangen ist.
Trotz Mundschutz brauchen wir ein menschliches Gesicht. Wir schenken der Welt ein menschliches Gesicht, wenn wir über unseren eigenen Schatten springen. Wir schenken der Welt ein menschliches Gesicht, wenn wir anderen etwas zum Leben geben, was sie zum Leben brauchen. Wir schenken der Welt ein menschliches Gesicht, wenn wir den Armen und Schwachen ihre Würde zurückgeben. Wir schenken der Welt ein menschliches Gesicht, wenn Gott in unserer Welt durch uns Mensch wird. Trotz leerer Krippe, trotz Mundschutz und Nasenschutz. Dieses Jahr durch Coronavirus alles anders. Weihnachten, das Fest der Familie, das Fest der Freude. Wir uns nur online sehen, darum wir uns auch an Weihnachten mit Mund-Nasenschutz gegenseitig schützen. Darum die Botschaft von Weihnachten besonders wichtig. Jesus ist geboren. Das Kind in der Krippe schenkt allen Menschen Liebe und Frieden. Wir sehen die Herzgebärde. Weihnachten trotz Corona. Weihnachten bleibt das Fest der Liebe. Wir uns diese Liebe mit Herzgebärde auch online weitergeben. Wir sehen einen Brief. Dort, wie ich trotz Corona feiern lesen. Vielleicht ein alter Mensch an seine Kinder oder Enkel geschrieben, vor Weihnachten. Er die Familie in anderer Stadt nicht besuchen kann. Trotzdem, trotz Corona, ist jeder Mensch für sich und über Handy, über Skype, über FaceTime mit seiner Familie oder Freunden feiern kann. Darum auch wir mit euch heute Weihnachten feiern, trotz Corona. Jetzt seht ihr das Lied »Tragt in die Welt nun ein Licht«. Tragt in die Welt ein Licht. Sagt allen, fürchtet euch nicht. Gott hat euch lieb, groß und klein. Seht auf das Licht des Scheins. Tragt zu den Alten ein Licht. Sagt allen, fürchtet euch nicht. Gott hat euch lieb, groß und klein. Seht auf das Licht des Scheins. Tragt zu den Kranken ein Licht. Sagt allen, fürchtet euch nicht. Gott hat euch lieb, groß und klein. Seht auf das Licht des Scheins. Tragt zu den Kindern ein Licht. Sagt allen, fürchtet euch nicht. Gott hat euch lieb, groß und klein. Seht auf das Licht des Scheins.
Wir zünden heute das Licht von Weihnachten an und geben es weiter. Wir zünden heute ein Licht für alle Gottesdienstbesucher an, die diesen Weihnachtsgottesdienst anschauen. Wir zünden heute ein Licht an für alle Menschen, die uns selber im Krieg sind und auf der Flucht. Wir zünden heute ein Licht an für alle Menschen, die einsam oder krank sind. Dafür zünden wir es an. Wir zünden ein Licht an für alle Menschen, die uns wichtig sind, die Freunde, Familie. Heute zünden wir ein Licht an für alle Menschen, die leiden seit 9 Monaten unter dem Coronavirus. Wir beten miteinander das Wort. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott sei bei uns und begleite uns mit seinem Segen. Gott sei bei uns und erfülle uns mit seiner Liebe. Gott sei bei uns und stärke unseren Glauben. Gott sei bei uns jetzt und in Ewigkeit. So segne uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir wünschen euch ein frohes und gesegnetes Weihnachten im Kreis eurer Familie. In diesen besonderen Zeiten mit Corona bleibt gesund und behütet.